So, Deli. Ja, also, ich bin jetzt Schnellreise auf den Gipfel, ne? Ist klar. Jetzt hat er kurz hier nur gesagt, von wegen so der Gipfel, sollte mein Gast beruhigen und in mich gehen. Das machen wir. Denke mal, das sollte jeder auch wissen. Und danach. Meditieren wir. Also, es sollte eigentlich das Meditieren jetzt sein. Ja. Jarl Heming, bist du es wirklich? Mein Uge, nicht im Fleische. Warum hast du Odins Halle nicht erreicht? Okay. Bei Zeiten werde ich das. Wenn die Flammen den Scheiterhaufen verschlingen, reite ich auf dem Rauchpfad zur Ruhmeshalle des Allvaters. Ich bin dankbar dafür, dich noch einmal zu sehen, Jarl. Ich kämpfe mit der Aufgabe, vor die du mich stelltest. Deinen Erben zu wählen ist nicht leicht. Der eine wird geliebt, doch will die Aufgabe nicht. Der andere ist für die Aufgabe gewappnet, doch mag das Volk ihn nicht. Im Leben konnte ich dir keinen weiteren Rat geben, Eivor. Und so kann ich auch im Tod nur schweigen. Vergiss weisen Rat und kluge Überlegungen. Was ist es, das dein Herz dir sagt? Mein Herz steht still. Es redet nicht. Das sollte nicht meine Entscheidung sein, Heming. Es war immer deine Wahl. Du warst ihr Anführer. So wie Sigurd dein Anführer ist. Doch das stillt deinen Durst nach Ruhm nicht. Und so begehrst du seinen Platz an der Spitze deines Clans. Ich will Sigurd nicht ersetzen. Die Nornier spannen unser Schicksal vor langer Zeit. Wir folgen nur den Fäden. Doch du siehst es nahen und heißt es willkommen. Soll ich meinem Schicksal dann entsagen? Den Pfad zum Ruhm verlassen, auf dem ich wandle? Nein, du sollst bei seiner Verteidigung sterben. Alter, was hat er da für ein Ding? Hey! Alter! So habe ich dich nicht in Erinnerung. What? Zu früh, Jarl Heming. Das Schicksal deines Schiffs ist ungewiss. Alter, was macht der denn da? Warte auf deine Entscheidung und tue es noch. Wo ist der denn? Alter, was läuft hier für ein Film, Alter? Wow. What? Oh, das war knapp. Wo ist denn der? Wo ist er denn? Der? Ich kann. Oh, ist das jetzt hier so? Ach, da ist er. Alter.
Jarl Heming. Du. Ich habe keine Teile mehr. Was mache ich nun? Kann ich da rüberlaufen? Wie komme ich da jetzt hin? Alter, wie geil sieht denn das aus? Was für ein Kampf, Alter. Du hast mich gezwungen, Heming. Ich wollte das nicht. Geiler Kampf. Irgendwie. Bereue nichts, Eivor. Du hast mir den großen Schlachtentod gegeben, den ich im Leben suchte. Du alter Fuchs. Hast du mich deswegen angestachelt? Seine Halle zu führen. Und ich muss folgen. Die Wahl, die du triffst, wird die richtige sein. Ja, und ich habe schon ein Problem. Ich habe schon gar nicht den ganzen, dadurch, dass er weiter weg war, habe ich ihn ja nicht gehört. Und weiß jetzt nicht ganz genau, worauf er hinaus wollte. Das wird nicht gut sein, aber ich bin eh eher für Willi. Morgen ist das Ding. Jarl muss auserwählt werden. Ich sollte mit Sunifer darüber sprechen. Zack. So, auf geht's. Ja, das ist mein Problem jetzt gerade. Den Text. Ich habe mich aufs Kämpfen konzentriert. Und nicht auf. Ja, das habe ich mir jetzt auch, ne? Genau, wo war. Hier lang war das, ne? Hier lang war das, genau. Ja, komm. Also der Kampf mit diesen. Ich nenne es mal Lichtschwertern, ne? Das war schon cool, ne? Mein Problem war jetzt aber eher. Odins Erdloch? Achso, hier waren wir, glaube ich, schon mal, ne? Kann das sein? Ja, wie gesagt, also ich habe das jetzt gar nicht ganz mitbekommen, was ihr denn. Er wollte oder was er ist Meinung ist. Aber ich bin wie gesagt für Willi. Willi muss das machen. Da hilft alles nichts. Hast du mit der Seherin gesprochen? Kann man so nennen. Und wurden deine Fragen beantwortet? Nein. Einige Fragen, ja. Auf andere muss ich selbst eine Antwort finden. Denkst du, dass es einen Platz für Willi in unserer Siedlung gibt? Er äußerte den Wunsch, mit uns zu leben und zu arbeiten. Wird er nicht der Jarl dieses Schiers sein, bevor der Tag endet? Das wird sich noch zeigen. Einige wollen lieber Trückwi an der Spitze sehen. Eivor, Trückwi hat nicht die Absicht zu führen. Er fühlt sich verpflichtet, seinem Herrn in den Tod zu folgen. Auf keinen Fall. Mein Vater würde solch eine Dummheit nie erlauben. Wie sonst soll ich meinen Jarl ehren in meinem Alter? Das sind nicht mehr meine Lande. Die Zukunft gehört dir, Willi. Das Feuer dieses Scheiterhaufens wird für meinen Vater brennen. Ich verbiete dir, ihm zu folgen. Ich werde nicht zulassen, dass du dich opferst. Verbietest du es mir als Freund, Willi? Oder als unser neuer Jarl? Als ein Mann, der will, dass du wieder zu Sinnen kommst. Willi, Trückwi. Ein jeder steht in einem Fußstapfen Hemings. Doch keiner der beiden will sich auf seinen Weg begeben.
Braucht die Welt solch nutzlose, fackelnde Männer? Warum erhebst du nicht Anspruch und nimmst diesen Schier an dich? Das steht mir nicht zu. Dort, wo du dich bettest, jeder Hügel, den du besteigst, alles Silber, das du an dich nimmst, steht dir zu. Schränke dich nicht aus Nettigkeit ein. Snotinger Hamshir verdient einen Anführer, zu dem es aufschaut, dem das Volk vertrauen kann. Die meisten lieben Vili und er liebt sie, doch ihm fehlt der Führungswille. Er könnte es lernen. Und Trückwi, standhaft und weise und dem Vermächtnis Jarl Hemings treu ergeben. Beinahe zu sehr. Doch er ist alt und seine Lebenslust hat ihn verlassen. Das beflügelt keinen. Das darfst du nicht! Ich erlaube es nicht! Ich bitte dich nicht um Erlaubnis, nur um deine Vergebung. Götter! Eivor, tu was gegen den Todeswunsch dieses Narren! Dies ist keine kleine Entscheidung, Trückwi. Und sie hat einen hohen Preis. Der Schier wird ohne dich ärmer sein. Aber ich habe niemanden mehr. Der Sinn meines Lebens liegt tot auf diesem Scheiterhaufen. Das stimmt nicht. Wenn die Menschen Rat bei meinem Vater suchten, an wen sahen sie ihn sich wenden? Jarl Heming war mein Fels. Ja, ich beriet ihn, aber er fällte die schwierigen Entscheidungen. Wenn Heming hier wäre, würde er dich nicht auffordern, deine Weisheit zum Wohle aller einzusetzen? Und war es dein Schwur, Jarl Heming bis in den Tod zu dienen oder seinem Vermächtnis im Leben? Ich bleibe. Du besitzt Weisheit, Eivor. Mehr, als ich gedacht hätte. Die beiden, ey. Die können es auch noch zusammen machen. Die sollen das einfach zusammen machen und gut ist. Das wäre das Beste. Sunifa. Im Dickicht wurden lauernde Pikten entdeckt. Vili jagt ihnen nach. Dieser Arschling, er hätte mich erst wecken sollen. Sag mir, wohin er lief. Lass uns die anderen holen. Da draußen wimmelt es von Pikten. Ich kann mich allein um sie kümmern. Sag mir nur wo. Nicht weit entfernt. Ich zeige es dir. Sein Zorn hat ihn verzehrt, Eivor. Diese ganze Wut, die Traurigkeit. Sie haben Form angenommen. Stock Arsch konnte seine Gefühle nie im Zaum halten. Stock Arsch. Ich hätte wachsamer sein müssen. Mach dir keine Vorwürfe, Drängler. Er konnte sich stets darauf verlassen, dass ich auf ihn aufpasse. Als Kind und Stock Arsch. Wenn es diese Reiserei braucht, um ihn von seiner Krankheit zu heilen, dann sei es so. Ich werde dafür sorgen, dass er sich dabei nicht selbst verletzt. Odin sei Dank, dass das mächtige Wolfsmal sein Schatten ist. Wir kümmern uns um uns. Wie geil sah denn das aus, Alter? Ich hätte dasselbe für dich getan. Für jeden aus dem Rabenclan. Das wissen wir, Drängler. Deshalb haben wir dir die Treue geschworen. Ich habe leider keine... Hier, Eivor. Hier hat Vili die Ermordung des Speers mit angesehen und ist dem Feind gefolgt. Ich eile zurück nach Hemtorp und sorge dafür, dass unsere Raben wachsam bleiben. Kehre du sicher zu uns zurück, Drängler. So. In der Odin-Mine sollen wir jetzt nach Vilisun. Okay. Ich mache ganz schnell noch Fähigkeiten rein. Habe ich noch irgendwas nicht? Ja, hier, ne? Und da habe ich auch noch was nicht. Versteck in der Odin-Mine. Was sollen sie machen? Wollen sie mich angreifen? Kriegen sie einen auf der Haue. Aber ich habe keine Pfeile mehr. Also alles muss hier mit... mit der Keule passieren. So mache ich das natürlich.
ist denn da noch was? So, ich sehe ihn da schon kämpfen. Jetzt gibt's Haue. Komm her, du Pickte. Jetzt gibt's Haue für die Pickten. So, Uno. Wo ist er? Willst du eins auf die Nuss haben oder was? Oh, was ist der Kasper? Alter, was ist das für ein Kasper? Zack. Sie sind fort. Es ist vollbracht. Na, ich habe Hähne mit dem Kampfgeist gesehen. Ich auch, seltsamerweise. Was höre ich? Ist der Dollar? Das sind Schritte. Wir müssen uns zurückziehen. Folge mir. Schnell. Ja, los, komm her! Sie haben jetzt also auf den Nuss gekriegt, Meister, oder was? Hier lief da noch einer rum, wo ist denn der? Einer war hier doch noch ohne Fahrschein. Ich sehe hier nichts mehr. Moment. Das mache ich nicht mit. Bevor ich nämlich jetzt... Na, jetzt wäre ich schon wieder gierig, ne? Doch, da lang, ja. Okay, mal wieder das übliche Spielchen. Wow. Okay. Ich merke schon. Falle, das können wir machen. Nochmal wieder zwei Punkte. Mensch, komm mal hoch. So. Da lang, genau.
So, und wo war die letzte Version hier? Da will ich hin. So. Jetzt habe ich das nämlich noch alles mitgenommen. Deine Hilfe bei der Entführung von Ronald wird das Unsicherung in Schlacht Belagerung gebracht. Die Anhänger hat noch keinen Verdacht geschehen. Im Untergang dieser Eindringlinge erfreuen können. Oh, Verräter. Was? Alter, wir haben Verräter? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Alter, wir haben Verräter in den Reihen. Glaubst du nicht, dass ich Treppe laufe, Meister? Wenn ich das hier machen kann. Oh, ernsthaft. Ich liebe es. Zack. So, vielleicht nehme ich mal die ganzen Pfeile hier mit. Ja, das auch noch gleich mit, wenn wir hier eh stehen. So, dann passt das nämlich. Spar dir deine honigsüßen Worte, bis wir hier rausgekommen sind, Stockarsch. Stockarsch.